Hey ihr, da bin ich wieder und endlich ist sie da, meine Marvel Collector Corps Hulk Edition. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass sie noch im Dezember kommt, naja, aber dem war offensichtlich nicht so. Sie kam gestern schon an, aber ich bin ganz ehrlich, ich war gestern nach der Arbeit hundemüde und ich habe einfach keinen Bock gehabt, ein Video zu machen. Aber heute bin ich dafür umso motivierter und ich würde sagen, wir gucken direkt mal, was hier drin ist. Ja, direkt mal zu Anfang, für alle, die es halt nicht kennen, diese Marvel Collector Corps, die kommt immer... meine Ohren sind ganz rot. Warum das denn? Egal. die Marvel Collector Corps, die kommt immer alle zwei Monate raus und die hat dann immer irgendein bestimmtes Thema. In diesem Monat, beziehungsweise im letzten Monat war es halt das Thema Hulk und dann ist auch immer irgendeine spezielle Popfigur dabei, die es dann halt erst einmal zumindest nur in dieser Box halt geben wird. Und das ist auch eigentlich der einzige Grund, warum ich auch diese Boxen hole, wegen der speziellen Popfigur. So, jetzt gucken wir direkt mal hier oben rein. Was haben wir hier? Da ist die Popfigur, aber die will ich jetzt noch nicht zeigen. Jetzt zeigen wir erstmal das hier. Das ist was Weiches, das müsste ein T-Shirt sein und natürlich ist es ein T-Shirt. Ist, glaube ich, immer ein T-Shirt drin, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass immer neben einer Popfigur auch immer ein T-Shirt drin ist. Ist ja egal. Das hier ist es und was haben wir hier? Natürlich ein Hulk-T-Shirt. So viel kann ich schon sagen und das ist eigentlich cool. Dieses T-Shirt zeigt nämlich so die einzelnen Verwandlungsstadien von Bruce Banner, wie er zum Hulk wird. So, ich zeig's mal. Wupp, so sieht das aus. Da kann man, glaube ich, gut sehen, oder? Ich sehe gerade selber nichts. So, ich hoffe, man sieht es. Keine Ahnung. Wenn man es gerade nicht so gut gesehen hat, macht nichts, weil am Ende vom Video zeige ich euch mal alle Sachen richtig von nahen. Und dann könnt ihr dann wirklich dann sehen, was denn hier dann so drin war. So, was haben wir jetzt hier noch? Hier ist irgendwas... Was ganz komisches, was ist das? Das ist ein kleiner Hulk. Ein, da steht denn drauf, das ist ein Stressball. Ein Stressball-Hulk, also ich weiß nicht, wenn man wirklich Stress hat und man dann auf den echten Hulk rumdrücken sollte. Das könnte ein bisschen blöd enden für einen, oder? Auf jeden Fall, das hier ist er. Das ist der kleine Stressball-Hulk. Kann man hier richtig schön drücken und so weiter. Okay, das ist lustig. Ich werde es zwar nie benutzen, weil ich bin ein so extrem stressresistenter Mensch. Bei mir ist das so, muss ich mal gerade erzählen, wenn das hier so die Normallinie ist, auf der man halt ist, wenn man halt keinen Stress hat oder gar nichts hat, ja, und da, wo Leute anfangen, Stress zu kriegen, falle ich nach unten. Und zwar falle ich dann immer in so, ach, dann leck mich doch am Arschbereich, ja. Also immer, wenn es hektisch wird oder jemand schnell gehen soll, dann denke ich mir immer so, nö, kein Bock darauf, ja. Und dann mach dann einfach so weiter wie gehabt und keine Ahnung, ich krieg dann irgendwie keinen Stress. Ich denke dann immer nur, ja, leck mich doch. Ob das nun gut oder schlecht ist, einmal so dahingestellt, für meine Gesundheit ist es auf jeden Fall besser, würde ich sagen. Für andere, nicht so sehr. Hier haben wir jetzt als nächstes, das ist cool, so einen kleinen... Anhänger vom Hulk, also so ein Schlüsselanhänger ist halt auch von Funko, ist halt also so ein kleiner Mini-Pop quasi für an den Schlüsselanhänger. Ich habe ein paar Stück davon, aber ich habe noch nie einen an meinen Schlüsselbund dran gemacht, weil ich glaube, dann gehen die viel zu schnell kaputt. Was das Lustige an dem hier ist, ich habe genau dieselbe Figur als riesigen Hulk, der ist glaube ich so, der steht da unten rum, den kann man jetzt gerade nicht sehen, aber der ist so, mal locker glaube ich. Okay. Das ist lustig, weil ich den halt noch ein viel, viel größer habe. Da muss man ein Bild von machen, wenn ich den dann da mal ausgepackt habe, diesen hier. Was haben wir hier so? Das müsste ein Patch sein, weil es auch eigentlich immer ein Patch dabei. Und, ja gut, ist halt ein Hulk-Patch. Upp. So sieht er aus. Ziemlich hässlich. Aber egal, jetzt kommen wir nicht zum Hauptding von dem Ganzen hier. Und zwar zum Funko-Pop. Und der ist groß. Also die Verpackung, das ist eine richtig, richtig große Verpackung. Oh, und hier haben wir sie auch schon. Da war nichts mehr drin. Moment. Nein, da war nichts mehr drin. Das hier ist sie. Mach mal Platz hier. Das ist unser Funko Pop. Und ich will mir gerade erstmal selber genau angucken. Und hier sind zwei Figuren drin. Das wusste ich schon. Also im Vorfeld, dass hier zwei Figuren drin sind. Und zwar haben wir hier einmal einen kleinen Bruce Banner und halt ein Hulk hier noch und das sehe ich jetzt gerade hier hinten und zwar das Ganze hier, also wie das halt hier so aufgebaut ist, weil der Hulk ist auch hier grau,
das ist wohl angelehnt an das erste Comic oder so. Also zumindest verstehe ich das so, dass das hier das erste Comic war. Und so in der Art sieht halt jetzt auch der Pop aus. Finde ich cool, weil ich das auch schon fast so sehen würde wie, keine Ahnung, der Hulk ist halt so der dunkle Schatten vom Banner, der immer im Hintergrund darauf wartet, dass er rausgelassen wird. Irgendwie sowas, wie auch immer. Das ist er. Ich packe den mal kurz aus. Ich zeige euch dann noch gleich halt hier etwas von Namen halt, wie das ganze Zeug halt aussieht. Aber jetzt erstmal so. Muss halt auch erstmal genügen. Raus damit. Das ist cool. Also so eine Box mit so zwei, also dass die Figuren so angeordnet sind, das gab es glaube ich auch noch nicht von Funko. Entschuldigung, wenn es gerade laut war, aber was will ich machen? So, hier haben wir einmal den Bruce Banner mit Wackelkopf. Und der Hulk hat übrigens auch einen, das sehe ich jetzt schon. Ja, der sieht halt so aus in seinem Arztkittel, Doktorkittel, was auch immer. Ist gar kein Arzt, das ist Doktor, der irgendwas Wissenschaft, schlag mich guckt, keine Ahnung mehr, ja? In seinem Arztkittel halt. Und er bleibt sogar stehen, yay! Das müssen wir mal wegtun. Und hier haben wir dann noch den Hulk, natürlich größer als der Bruce Banner, weil, naja, ist halt so. Und er hat auch einen Wackelkopf und... Man sieht halt schon, der ist halt echt so nach dem alten Hulk, nach diesem Comic Comic-Hulk gemacht und nicht nach dem neuen, den man halt aus den Marvel-Filmen kennt. Der sieht ja schon ein bisschen anders aus. Ja, vor allen Dingen halt hier mit der zerrissenen Kleidung. Unser Hulk, den man jetzt halt so aus dem Film kennt, da hat er dann nur eine Hose an und kein zerrissenes Shirt mehr. Okay, aber ich finde ihn trotzdem cool. Mir gefällt der, auf jeden Fall. Also beide Figuren, ich finde die sehr, sehr klasse, vor allen Dingen in dieser Kombi halt mit dem Karton halt, also wie das sei in dem Karton drin ist. Irgendwie, die ist gut. Doch, das gefällt mir. So, und jetzt noch eine letzte Sache, die wir hier in der Box drin haben. Die habe ich jetzt eben gerade fast mit weggeschmissen. Und zwar haben wir halt hier unser kleines, dieses Spoiler-Dingsbums hier. Darauf ist halt immer so beschrieben, was halt hier alles drin war mit Konzeptzeichnungen und, naja, wie es halt dann aussah, bevor es halt dann so wirklich halt in die Box halt kam, irgendwie so halt, ja. Und hier sehen wir auf der Rückseite oder auf der Vorderseite, je nachdem, wie man das halt sehen möchte, das nächste Thema ist zumindest halt hier angeteasert. Helf mir bitte weiter, was ist das denn hier? Soll das Wolverine sein? Obwohl, dann ist ja eigentlich eine Klaue zu viel da, also ein Reißding, weil der hat ja nur drei Klauen an seiner Faust, an seiner Hand, an seinen Händen, so rum. Was ist das hier? Helft mir. Ich habe echt keine Ahnung. Welche Figur oder welches Marvel-Thema ist das hier? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir werden es sehen. Spätestens im Februar halt. Wenn die da mal rechtzeitig mal ankommt, die Figur, die Box. So. Aber wie ich es eben schon sagte, ich will euch schon die ganzen Sachen von nahen zeigen, ja? Mal gucken. Wir fangen jetzt einfach mal an mit dem ganz Kleinen. Und zwar ist das dann hier der Patch. Ist halt jetzt echt nichts Besonderes. Ist halt ein Patch. Und den werde ich wie alle anderen Patches, die ich bisher so bekommen habe, nirgendwo dran machen. So, und als nächstes haben wir dann hier unseren kleinen Hulk-Stress-Ball. Wobei Ball ist ja auch falsch. Das ist ja eher, dieses Ding hier hat die Form eines Dorps. Ja, also wenn ihr das auch kennt, Funko macht ja nicht nur die Funko Pops und so. Oder diese Schüsselanhänger, sondern macht auch Dorps. Das sind halt so komische kleine Figürchen, die immer so ein seltsames Grinsen auf der Backe haben. Keine Ahnung. Ich finde davon ist echt nur so ein paar von denen toll. Ja, dann machen wir direkt hier weiter, wo ich eben gerade schon Schlüsselanhänger sagte. Hier ist der kleine Schlüsselanhänger und habe ich jetzt mal meinen großen Hulk daneben gestellt, damit ihr dann mal den Vergleich seht. Gut, das ist jetzt ein fieser Vergleich, weil der große Hulk, der ist irgendwie 9 oder 10 Inch groß oder irgendwie sowas war das. Und na, der Schlüsselanhänger ist halt nur ein kleiner Schlüsselanhänger. Da kann man jetzt, also da ist schon der Unterschied gewaltig, gar keine Frage. Und dann war auch hier natürlich noch drin das T-Shirt und das ist schon ziemlich cool, finde ich. Also das Cover an sich, nicht die Farbe unbedingt von dem T-Shirt, weil es ist wieder ein schwarzes, aber gut, was soll's, macht ja nichts. Aber das Cover, das reißt das ganze T-Shirt wieder richtig raus, das ist so cool, das Cover, finde ich, diese einzelnen Stadien, dieser Transformation, kann man das so nennen, keine Ahnung, ist mir auch ganz egal, ich nehme jetzt einfach mal gerade dieses Wort, weil mir kein anderes einfällt. Und ich finde es halt cool, das T-Shirt, ganz einfache Sache. So, und dann zum Schluss natürlich hier unser Haupt-Item, was wir hier drin haben. Und zwar den Hulk und Bruce Banner als Funko-Pop. Ziemlich cool. Wie ich eben schon ein paar Mal sagte, ziemlich cool. Und jetzt könnt ihr es auch mal von nahen sehen. Und
ich finde es einfach nur toll. Also mir gefällt das richtig gut. Es gab ja auch schon Figuren hier in diesen Marvel-Boxen, die ich halt nicht so toll fand, aber die hier gehören definitiv zu den besseren Figuren. So, das war sie. Das war die ganze Box. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß oder im besten Fall natürlich ganz, ganz viel Spaß beim Zugucken, wenn es euch gut gefallen hat. Ihr kennt es, wie im letzten Jahr auch noch. Daumen hoch, wenn es euch sehr gut gefallen hat, dann lasst auch gerne ein Abo da. Und ich würde sagen, schaut euch noch ein paar andere Videos hier an, die sind jetzt hier oder so. Wahrscheinlich ist diesen meistens hier, ja? Ansonsten ist einfach mal, macht's gut, habt noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschö, tschö.